Man kann's ja mal versuchen, aber wird da der Mietpreis zum Glücksspiel? Nach Meinung vieler Mieter im Münsterland ja. Sie bekommen zurzeit LEG-Post. Paul Kalverlage liest erstaunt: Freiwillige Mietpreiserhöhung, ein gut gemeintes Angebot der LEG, heißt es. 35 Euro mehr pro Monat ab Dezember, dafür gibt's eine zweijährige Mietpreisgarantie. Glücksspiel. Aber ich bin 80 Jahre und denke mir dann, wenn ich jetzt 2 Jahre dann schon mal 35 Euro mehr bezahle, dann steht hier auch was, denn ich weiß nicht genau, wo das steht. Das sind nur die Mieten, aber nicht, wenn was erneuert wird. Kommen die mir dann morgen mit einem anderen Paragraph? Ich weiß es nicht. Die LEG ist mit 91.000 Wohnungen eines der großen Wohnungsunternehmen in Deutschland. Sie sieht ihr Schreiben als Chance für die Mieter. Man wolle auf keinen Fall Druck ausüben. Vor der Kamera ist dazu heute allerdings kein Interview möglich. Deshalb heißt es vom Firmensprecher schriftlich: Die Basis für unser Angebot ist Freiwilligkeit. Stimmt der Mieter dem Angebot nicht zu, läuft das Mietverhältnis unverändert weiter. Die betreffenden Wohnungen werden dann allerdings regelmäßig auf die Angemessenheit ihrer Miethöhe von der LEG überprüft. Eine Drohung im Mietpreisroulette? Mieterschutzvereine sehen die Angelegenheit sehr skeptisch. Viele Mieter berichten, dass die LEG den Wohnungsmarkt als überlaufen darstellt und stetig steigende Mieten voraussagt. Aber ob nicht diese Miete, die da jetzt verlangt wird, vielleicht schon deutlich über dem liegt, was von mir verlangt werden kann, was in den meisten Fällen, die wir schon gegengerechnet haben, der Fall ist, das kann der Mieter gar nicht wissen. Die Erfahrung zeige außerdem, ein Großunternehmen wie die LEG schenke Mietern nicht freiwillig Geld. Die pauschale Empfehlung ist nein, nicht unterschreiben. Und zwar deshalb nicht, weil es gibt erstens keine Verpflichtung dazu. Zweitens ist es in aller Regel so, davon gehen wir aus, dass der Vermieter zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechtlich nicht die Möglichkeit hat, mich zu einer Anhebung zu zwingen. Paul Kalverlage weiß, im Frühjahr gibt es einen neuen Mietspiegel. Den will er abwarten, ganz klassisch. Das war früher einfacher, dann, wenn Mieterhöhung war, dann kriegten wir einen Brief, dann kriegten alle eine Mieterhöhung, ganz egal wer das war. Und nicht so einzelne Personen rausgreifen, das ist doch nicht in Ordnung. Für ihn ist deshalb klar, bei diesem Spiel macht er nicht mit.